Wir alle kennen das. Spanplatten sind sehr schwer. Die aus ihnen hergestellten Mitnahmemöbel sind praktisch, aber ihr Transport ist nicht ganz einfach. Natürlich gibt es auch leichtere Platten. Diese sogenannten Leichtbauplatten kennt man zum Beispiel aus dem Flugzeugbau. Ihre Produktion ist jedoch in der Regel zu teuer und eignet sich damit nicht für günstige Mitnahmemöbel. Wie komme ich also zu kostengünstigen und gleichzeitig leichten Platten? Unsere Strategie ist es, vom industriellen und damit relativ kostengünstigen Spanplattenprozess auszugehen. Eine konventionelle Spanplatte besteht bereits aus drei Schichten, wie man hier erahnen kann. Unsere Idee war es nun, schon im Herstellprozess die Späne der Mittelschicht zu ersetzen durch ein expandierbares Granulat, das dann in der Heißpresse aufschäumt und den Schaum bildet. Dieses Granulat wurde an der EPFL speziell für unser Verfahren entwickelt. Durch die Substitution der Mittelschicht erhält man eine Platte, die so einzusetzen ist wie eine konventionelle Spanplatte, die kaum teurer ist und nur noch halb so viel wiegt. Genau wie bei herkömmlichen Spanplatten wird die Platte in einem einzigen Produktionsschritt hergestellt. Zunächst werden die mit Klebstoff vermengten Späne auf ein Formband gestreut. Darauf kommt das Granulat. Das Besondere an diesem Granulat ist, dass es größtenteils aus einem Biokunststoff besteht, der aus Maisstärke hergestellt wird. Nach einer weiteren Schicht Späne wird die Matte in die Heißpresse geschoben. Die Kunst dabei ist es, die richtigen Temperaturen, den richtigen Druckverlauf und den richtigen Öffnungszeitpunkt zu finden. Diese Parameter zu bestimmen und zu optimieren, ist ein wichtiger Teil des Projektes. Die fertige Platte muss jetzt nur noch besäumt werden. Dann könnte sie bereits für den Bau von Leichtmöbeln eingesetzt werden. Wichtiger Forschungspartner im Projekt ist die EPFL. Projektleiter Dr. Christopher Plummer und sein Team haben das biobasierte Granulat entwickelt, das als Mittelschicht in den Platten aufgeschäumt wird. Die Kompetenzen der EPFL im Bereich der Bioschäume ergänzen ideal die Kompetenzen der BFH für dieses Projekt. Biopolymers have long been the focus of research at the Laboratory for Composite and Polymer Technology of the EPFL. More recently, through our participation in the major European project, we've been able to use our methods to develop new combinations of wood and plastics for the packaging industry. Our project with the BFH was therefore the ideal opportunity to apply this new knowledge and to explore the exciting possibilities for synergy between plastics and wood-based materials. Das Interesse aus der europäischen Industrie an unserem Schaumkernplattenprojekt ist sehr groß. Da immer mehr Möbel über das Internet verkauft werden, wird das Bedürfnis nach leichten und dennoch kostengünstigen Möbelplatten in Zukunft noch weiter steigen.